Wisst ihr was? Nachdem die zwei Grazien hier so nahe dran sind, versuche ich mich, glaube ich, mal wieder an denen. Einfach nur, weil ich gerade in der Gegend bin. Ich habe auch überhaupt keine Trauer Ahnung. verleiht mir. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung mehr, was die eigentlich für Level waren. Oder keine Ahnung. Aber ich probiere es einfach mal. Kann ja auch gut sein, dass man bei denen mit anderen Waffenkombinationen besser klarkommt, wenn man irgendwie beidhändig Speere um sich schwingt. Dass man da ein einfacheres Spiel hat mit den beiden. Keine Ahnung. Ich probiere es erstmal mit meiner guten alten Dänenaxt. Vielleicht denke ich sogar ab und zu mal dran, den Schild zu benutzen. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach so schon stark genug. Ich habe auch inzwischen mehr. Ich habe mehr Energie, ich habe mehr Leben, mehr Essen und andere Fähigkeiten. Schauen wir mal. Noch ein geschundener Leichnam. Die Schuldigen suchen nach Bond. War unsere Würde nicht genug? Kehrt ihr zurück, um meine Familie zu verhöhnen? Und meines Vaters Opfer? Verrückte Seherin! Ich bin nicht dein Feind! Welcher der Verräterkönige schickt dich? Edmund? Burghalt? Ella? Ich folge keinem König. Und auch vor dir knie ich nicht. Okay, die geht schon mal besser auf jeden Fall. Weil das mit dem Ausweichen irgendwie wirklich nicht meine Stärke ist. Melchizeda, vervielfach dich! Ich bin eine. Welch List ist das? Ein Glückstreffer. Schön, wenn die Rolle ab und zu mal funktioniert schon mal. Solange durchzuhalten. Nun hält mich nichts mehr zurück. Muss ich dir die Augen nehmen? So tue ich es. Nein, danke, die behalte ich lieber. Ausweichen. Das ist fies, das ist fies. Yeah.
komm schon. Wo ist die Alte? Wir haben Thors Hose und Fertigkeitenpunkte. Gibt es hier zufällig was zu essen in der Gegend? Jetzt muss ich hier erstmal wieder ein bisschen auffüllen. Vor allem, wenn ich mich dann noch an die zweite Schwester, beziehungsweise ja inzwischen dritte Schwester, machen will, muss ich ja erstmal wieder voll sein mit allem. Ich könnte mich natürlich auch kurz in irgendein Dorf teleportieren, da gibt es ja meistens eigentlich überall irgendwas zu essen. Mache ich am besten vielleicht auch. Ihr in Middletune habt doch bestimmt Essen rumstehen. Nein, ich möchte nicht mit dem Boot fahren. Ich brauche Essen. Schon mal gut Himbeeren. Das kann ich auch noch essen, glaube ich. Ja. Gelbe Himbeeren. Dann sind wir auch schon wieder voll. Sehr schön. Das ging ja schnell. Und dann gucken wir da unten nochmal vorbei. Lass mich mal aufsteigen. Oder wir machen halt Pony Polonaise, geht auch. Ich drücke übrigens gerade wirklich gar nichts. Ich habe einfach nur aufsteigen gedrückt und das ist das, was jetzt passiert. Ach, Eivor. Schon gar nicht mehr, was die alle konnten. Die Schwester müsste, glaube ich, noch ein Stück schwieriger gewesen sein. Wenn ich mich da richtig erinnere. Auch nochmal speichern. Ah, hier kann ich mir ein bisschen Energie holen. Ich fühle mich schon stärker. Bei der ist die Arena nicht ganz so groß, aber die hat hier Essen und Energiepilze liegen. Das lässt schon mal nichts Gutes hoffen. Noch ein gequälter Hoga.
mächtigen König Lerian die Ehre teilen. Diesen Mann kenne ich nicht. Er wurde betrogen und ermordet von denen, die seine Freundschaft zurückwiesen. So wie du es nun tust. So warte doch, ich bin nicht dein Feind. Dunkelheit soll herrschen und du sollst darin vergehen. Keine düstere Göttin wird mich holen. Du wirst Teil meines Knochen werden. Danke! Ich kann es so viele von dir geben. Verfluchter Seder! Hinfort mit all dem! Konzentriere mich. Sie beherrscht die Macht des Windes. Ich würde ja sagen, es ist die Macht des Blitzes. Was? Nix. Ich habe alle Schwestern. Nice. Geil. Ah, Adrenalin, ich fühle mich gut. Puh. 4 Fertigkeitenpunkte. Yay. Yeah. Geil, ich bin gut, ich bin gut. Und was noch viel besser ist, jetzt können wir zu deren Haus zurückgehen. Und da gab es ja noch was zu sammeln. Das war, glaube ich, hier drüben, ne? Ist da echt kein Schnellreiseziel in der Nähe? Bäh. Ja gut, das nächste ist irgendwie Norwig. Da kann ich mir angucken, wie die Torrüstung aussieht. Weil die wird nämlich, glaube ich, geil. Und je nachdem, was die für Stats hat, ziehe ich die entweder direkt an oder ich
hol mir deren Optik mal für eine Zeit lang. Aber ich glaube, die ist nice. Ich meine, es ist Thors Rüstung, die muss nice sein. Den Raben wieder überfahren. Okay, ging es hier im Haus nach unten oder neben dem Haus irgendwo? Das weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Ist ja schon was her, dass wir hier waren. Ja, den Zettel brauchen wir nicht. Da eventuell? Nee, Vogel ist hier nach unten. Da überall schon mal nicht. Ach, da vorne. Gut, hätte ich auch so finden können. Habe ich aber nicht. Licht haben wir hier genug. Jetzt können wir dem alten Vater die Dolche seiner Töchter in den Rücken rammen. Der Dolch, den ich bei der Frau im Sumpf fand, er muss hier hinein. Ich habe einen Dolch von der Moorfrau. Er könnte hier hinein. Nummer 3. Die Klinge, die ich der Frau auf den Felsen abnahm, könnte passen. Stopp. Sieht auch nicht unheimlich aus hier. Ah, cool. Weil das römische Gewölbe. Ganz viele Belohnungen dafür, dass man die Schwestern besiegt hat. Und hier sind 4 Stühle, wahrscheinlich für die 3 Schwestern und den Vater. Wer weiß, was die hier unten für Rituale abgehalten haben. Da stand wahrscheinlich damals mal in diesem einen Zettel. Das habe ich aber schon längst wieder vergessen. Der Schatz eines Königs, von seinen launigen Töchtern wohl behütet. Ich kann den Stuhl lesen. Verblasster Brief. Ein Fluch soll dem verräterischen Leofwine die Gurgel stopfen und sein Blut vergellen. Blitz und Donner von Tunor sollen auf das Haupt des frommen Edmund herabfahren.
Ein Schwarm dänischer Speere soll dem falschen Ella die Eingeweide zerfressen. Schwarze Flüche über euch alle. Einem solchen großen Mann zu trotzen. Lerion, der Vater. Lerion, der König. Lerion, der Göttliche. Wir werden alle verschlingen, die ihm die Stirn boten. Von den Töchtern. So gehört sich das. Geil. Warum hatten die Doktors Rüstung? Aber noch 2 Fertigkeitenpunkte und die Rüstung ist fertig. So, jetzt will ich aber mal sehen hier. Der hat gar keinen Mantel. Das ist ja hier Brustpanzer, den ich ja schon mega cool finde. Der Helm ist auch echt witzig. Die Armschienen. Nicht übel, nicht übel. Und die Hose auch sehr geil. Boah, sieht auch schon übelst cool aus. Was macht die? Tempo wird durch Betäuben eines Gegners erhöht. Aber irgendwie hat er keine Kapuze. Fehlt irgendwie noch. Und die muss es ja noch geben, weil es ja 4 von 5 ist. Also von den Stats her selber obwohl ja, ausweichen hat sie nicht so viel. Aber die ist vom Rüstungswert her ja jetzt schon so hoch wie die andere, die 2 Level weiter gelevelt ist. Also. Ja. Also die lohnt sich, glaube ich, auch wirklich zu leveln. Der hier und der hier. Was habe ich jetzt hier noch? Ach ja. Fand ich cool. Weiß nicht, ob ich den jemals benutzen werde. Macht aber Giftschaden. Fand ich nicht schlecht. Und die Axt haben wir gekriegt. Ist halt die Frage, ob es mir hier auf den Rüstungswert ankommt. Wo ist ja hier zusätzliche Verbesserung für Rüstung? Weil das mit dem bisschen Gesundheit nach dem Töten ist halt auch schon praktisch, gerade für so mehrere Gegner. Aber die Torrüstung sieht halt auch schon ziemlich geil aus. Ich würde jetzt sagen, wir gehen mal nach Hause eben.
Und da gucke ich mir mal die Rüstung an vom Tor, wie man die noch verbessern kann. Such mir den Björn als Jomsvikinger. Ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall gerade noch machen will. Was kannst du mir heute anbieten? Weil zeig doch mal. Wo hab ich denn? Na gut, die haben natürlich ihre letzte Form erreicht, sind aber halt, man kann sie von den Werten her noch verbessern. Könnte vom Rüstungswert her schon echt gut werden. Ich könnte aber die Rabenclan-Rüstung verbessern. Dann kriegt die auch ein anderes Aussehen. Dann kann ich das ja auch für meine Optik halt benutzen. Ich guck mal, wie sieht denn die aus und besser. Ui, die ist aber auch echt schick. Ja, nice. Wo haben wir denn unsere Armschienen hier? Und wenigstens darf ich das jetzt auch mal sehen. Helm sehe ich eh nicht so viel. Wie? Ja, also das macht sich schon echt gut, die Sachen. Torso habe ich. Hose. Ja, dann hat es ja gerade bis auf den Helm für alles mal kurz zum Upgraden gereicht. Ganz cool. Ah, da muss ich mal auf die Axt auch sparen. Die kriegt dann auch ein neues Aussehen. Bestimmt auch nice. Ausrüstung abwerten. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Für Sachen, die ich eh nie benutze. Davon schon mal einiges wieder. Dann kann ich das wieder benutzen, um wieder neue Sachen aufzuwerten. Wie zum Beispiel den Bogen hier. Oder was habe ich denn noch? Was... Wie war das bei der Torrüstung? Was braucht die? Die braucht das auch. Das braucht Gold. Weil die wird bestimmt ziemlich gut, wenn man die ganz aufwerten kann. Das kann man noch machen. Den Helm nicht. Umhang haben wir keinen.
Kann ich auch irgendwie hier solche Sachen abwerten? Ja, dann kriege ich... Hier würde ich Kupfer zurückkriegen. Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Und für irgendwas brauche ich es garantiert mal. Könnte sogar den Bogen noch mal verbessern. Und bei den Dingern kann man nur die Ressourcen wiederkriegen, die man da reingesteckt hat. Aber jetzt keine Erze oder so. Aber ist ja auch schon mal gut zu wissen. Jetzt. Ziehe ich jetzt die neue Rabenclan-Rüstung an oder ziehe ich jetzt Thors Rüstung an? Ich habe halt keinen Umhang für Thors Rüstung. Vielleicht mache ich dann erstmal neue, verbesserte Rabenclan-Rüstung drauf. Den Rabenclan hier. Rabenclan-Helm habe ich noch gar nicht verbessert. War das jetzt beim Umhang? Habe ich das jetzt falsch gemacht? Ja, habe ich. Bäh. Naja. Und Rabenclan-Hosi. Hosi. Ja, Alter, sind wir schick. Geil. Gefällt mir sehr, ja doch. Fertig? Ich muss los. Bis bald. Bis bald. Ich meine, ich sehe ein, dass sich manche Leute beschweren, dass es ein bisschen viel golden wird mit der Zeit. Sieht jetzt auch hier im Tageslicht ein bisschen goldener aus als in der Vorschau, aber ich finde es trotzdem immer noch sehr schnieke. Der Mantel, aber ist der jetzt irgendwie braun oder ist das nur das Licht? Ich glaube, der ist ein bisschen braun, oder? Schwer zu sagen. Grüß dich. Hallo, ich habe ganz viel Müll zu verkaufen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Immer ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen, Eivor. Davon kann man nicht genug haben. Und hier kann ich mir auch Kupfernickel kaufen. Was ist der hier? Schwerer Schaden wird durch Ausweichen erhöht. Schwerer Schaden, Tempo, Nahkampfschaden. Eliteangriff, Widerstand. Ich bin nahezu neidisch auf diese vortreffliche Entscheidung. Du bist aber eloquent heute. Dabei hatte ich sofort an dich gedacht. Eine gute Wahl. Das sage ich dir als deine Freundin. Sonst nichts? Nee. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Beehr mich bald wieder. Ich möchte auch gerade mal noch nach Frisuren gucken gehen. Wie ich mich kenne, behalte ich wahrscheinlich eh wieder die ich eh die ganze Zeit habe. Ulfi, aber ich möchte schön, dich zu sehen. Zumindest mal gucken. Ja, dann darf ich nicht vergessen, Björn mit aufs Boot zu nehmen. Ich bin stolz auf die neuen Sachen von mir. Dann zeig doch mal. Zeigst du mir deine Waren? Ach ja, hier haben wir jetzt auch das hier und das hier.
Sinn. Es ist irgendwie cool, aber es ist auch irgendwie ein bisschen viel. Also. Was ist denn jetzt so wild an dem Haar? Das ist jetzt irgendwie so auf die eine Seite einfach nur gekämmt. Da sieht man die Narbe mehr. Sieht ein bisschen seltsam aus. Das finde ich ein bisschen zu rasiert. Oh, der hat ja hier richtig fett die Narbe noch mit, so richtig mit Krallen und so. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Haarstyle mal für eine Weile gehe. Also rasiert sieht einfach immer echt verboten aus. Ich glaube, ich mache mal eine Weile Rasur. Eivor. Alles? Ich muss gehen. Bleib gesund. Einen schönen Tag dir. Sieht jetzt erstmal sehr ungewohnt aus, es hat aber irgendwie was. Von hinten sieht es ein bisschen komisch aus. Was macht ein bisschen jünger? Und man gewöhnt sich ja an alles. So, mal Ausdauer erstmal wieder voll. Und dann möchte ich mal hier Joms Wikinger umtauschen. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. So, wen tauschen wir denn jetzt? Den da vielleicht, genau. Gefunden, was du gesucht hast? Jo. Nun muss ich gehen. Auf bald. Ich bin wegen des Mets hier, kleiner Lord. Ich liebe einfach das Lachen des Wassers, den Metgeruch in der Nase und die Spucke schreiender Dänen. Normannen, Vollwaffe! Natürlich, Verzeihung. Normannen.